was trinken. Genau, kein Espresso, sondern vielleicht Wasser. Aber braucht ihr auch nicht. Jetzt steht ihr so ein bisschen größer, die Schulterbreite so. Und jetzt machen wir links, rechts Faustdrücke. Zack, 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 zack. Dann machen wir 100 Stück. Ich zähle. Ich habe das Anstrengendste. Ja, gut. Also, richtig, jawohl, natürlich, ein bisschen umhüpfen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Sehr gut. Jetzt braucht ihr ein bisschen Platz links und rechts von euch. Ihr könnt euch mal so stufenweise stellen. Wir machen einen geraden Tritt nach vorne und einen seitlichen Tritt. Also das heißt mit dem vorderen Bein gerade, zack, seitlich. Gleiche Bein. Gleiche Bein. Eins, zwei, genau. Eins, zwei. Ich zähle auch. Einmal zählen sind zwei Drittel. Also gerade, ich mache mal eins. Da, genau. Und dann das okay. Ja. Also ein Drittel, ein. Ja, es ist schon spät für mich. Normalerweise bin ich schon bettfertig jetzt. Also ich sage eins und dann macht man zwei Drittel. Genau. Alles klar. Wir haben es hinbekommen. Und eins. Ja, ruhig mit absetzen, aber kannst du auch ohne absetzen machen für die Profis da hinten. Zwei. Jawohl, sehr gut. Drei. Vier. Fünf. Denkt an die Kampfstellung vorne. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Und an der Seite, schaut erstmal nach auf eure Seite, ob da noch jemand ist oder ob man da jemand abräumen muss. Ja, Dagmar, pass auf den Micha. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Sehr gut. Wieder Beinwechsel. Und jetzt machen wir drei Tritte. Also, ein nach vorne, ein zur Seite, ein nach hinten. Okay? Und eins. Schau da nach hinten, dass er den Liter dreht. Zwei, aber man hört es ja dann am Geräusch oder am Schreien. Drei. Vier. Ja, das ist auch Balance. Fünf. Sechs. Das sind ja richtige Treter. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und an der Seite. Ja, jetzt ist das Bild super, sagen Sie gerade. Super Bild, super Ton. Wir wissen, was wir zu tun haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn. Sehr gut. Jetzt
jetzt machen wir den Low Kick links und rechts. Wir drehen uns aber nicht so arg ein wie die Thai-Boxer. Zeigt mal, wie die Thai-Boxer machen. Die drehen sich so arg ein, das machen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir machen was Besseres. Und zwar lieber so 45 Grad Winkel nach oben. Genau. Auch ganz easy. Schön die Arme oben lassen, die Arme fallen lassen. Ein bisschen geht so zurück, ist ganz normal. Also wir stellen Kampfstellung, beziehungsweise oder Achtkampfstellung oder Bereitschaftsstellung. Und dann 1 und andere Seite gleich 2, 3, jawohl, schön im Rhythmus, 4, 5, 6, 7, 8, 9, die zweite Folge schaffen wir gut, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Okay, jetzt Kampfstellung, beziehungsweise schon auch wieder diese Wachsamkeitsstellung oder Bereitschaftsstellung. Jetzt von hier mit dem vorderen schön einen Schwinger und mit der hinteren eine gerade nachsetzen. Okay? Also mit vorderen Schwinger, macht mal langsam bitte, vordere Schwinger, hintere gerade. Okay? Wir haben immer die Arme oben, also nicht während dem geraden Schlag die Hand ganz zurücknehmen oder fallen lassen. Habt ihr gesehen, wie die zwei, das können sie gut. Sondern wirklich, wenn man jetzt hier steht, Arme oben lassen, falls er doch noch schlägt. Okay? Vorderer Schwinger, hintere gerade. Okay? Ich gebe immer nur ein Zeichen oder eine Zahl und zwei Schläge machen. Bereitschaftsstellung, vorderer Schwinger, hintere gerade. Und 1. Jawohl. Und 2. Und 3. Jawohl, sehr gut. Und 4. Und 5. Und 6. Und 7. Und 8. Und 9. Und 10. Und Beinwechsel. Und 1. Und 2. Und 3. Und 4. Und 5. Und 6. Und 7. 8. 9. Und 10. Wir müssen ja nicht nur, wir greifen ja nicht nur an, wir müssen auch abwehren. Da machen wir jetzt den 360-Grad-Block. Gerade weil er schön auch wieder aus dieser Bereitschaftsstellung oder Verteidigungsstellung 360-Grad-Block mit der vorderen und mit dem hinteren schöne gerade. Aber dabei ist, das waren die beiden hier richtig, die zweite Hand, wenn du schlägst, nicht zurückziehen, also nicht hier abgrößen, sondern beide Beine vorne, zack, und andere vor. Also hier der Block, im Eskrima wird der Dachblock heißen, bei uns heißt es 360-Grad-Block, Dach, also 360-Grad-Block und aus dem Ende. Und das machen wir auch jetzt zehnmal hintereinander und dann wechseln. Und 1, 2, 3, 4, 5, jawohl, macht ihr gut, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn ich sage, macht ihr gut, meine ich nicht die da zwei nach vorne, dann setze ich das voraus und ich meine euch. Und andere Seite bitte. Und 1. Und 2. Schaut, dass Sifu Chetu macht das ein bisschen mit der Faust oben. Das ist auch okay. Man muss ja die Hand strecken, kann man so machen. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Und 10. Und wieder Arm wechseln. Und jetzt machen wir hier auch 360 Grad Block, aber unten. Hopp. Und andere. Ja, jetzt haben wir eine Bedrehung. Yes, sir. So sieht es gut aus. Und 1. Also unten Block. 2. Und Schlag. 3. Jawohl.
Sehr gut. Und 4. Der Block unten hat 5. 6. 7. 8. 9. 10. Und wechseln. Und 1. Sivuchenko wird das jetzt fahren. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sehr gut. Jetzt machen wir noch etwas. Wenn einer wild um sich schlägt, gibt es auch diesen 360-Grad-Block fast über Kopf. Das kommt mir immer vor. Schaut mal, macht mal so, dass ihr den Arm dreht, dass man sieht, 360 Grad. Hier an dieser Stelle wird man dann drehen und dann hat man ja alles zu. Dann dreht man wieder hoch und dann kann man rübergehen. Wichtig ist, schaut mal gerade bei beiden, diese Winkel, die sind wichtig. Macht man falsch zu arg zu euch. Das ist zu arg zu euch. Sondern versucht so ein bisschen, man sagt bei 135 Grad. Also es muss auf jeden Fall über 90 Grad Winkel sein, das Arm. Sag mal, 90 Grad. Ja, spannt mal. Yes. Und ein bisschen weiter. Jawohl. Genau. Philipp, hast du auch gespannt? Nein. Das ist kein Unterschied. Genau. Das habe ich gemacht. Also. Und jetzt hier über Kopf. Über Kopf. Das manchmal auch, wenn einer größer ist oder wirklich von oben reinsteckt, wild um sich steckt. Und dann unten durch selber schlagen. Okay, machen wir 10 Mal. Schön über Kopf. 1. Jawohl, sehr gut. 2. 3. Jawohl, sehr gut. 4. 5. Kann noch ein bisschen höher sein, Philipp? Bist du größer als du glaubst? 5. 6. 7. 8. 9. 10. Und wechsel. Und 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wieder andere Seite. Jetzt machen wir als erstes mal ganz locker den Cover. Einfach nur mit dem Arm hoch. Dabei ist wichtig, ein bisschen sich gegen den Kopf zu drücken. Also, der hat keinen Abstand zum Kopf, was war falsch. Wenn der Abstand hat, nimmt die ganze Arm zum. Wenn da jetzt jemand schlägt, dann knallt er immer an den Kopf. Das fördert wahrscheinlich das Denkvermögen, aber ist nicht so gut. Sondern ein bisschen hier die Hand so. Der Kopf ist sozusagen die Stütze, der Hals ein bisschen starr machen, dass man da einfach nicht zu breit den Ellbogen muss man ein bisschen ändern. Genau. Und dass man hier einfach Cover heißt ja bedecken einfach. Okay? Man will sich einfach schützen. Dieser Block ist dafür da, da will der eine echt einen knallen oder steckt so und du coverst dich einfach. Okay? Das machen wir jetzt auf der linken Seite. Wir machen so ein kleines Spiel daraus. Das kann auch so vorkommen. Mal hier Cover, Ellbogen. Genau. Und 1. Und Ellbogen. Und 2. Und 3. Jawohl. Gut bei euch aus. Nathalie, sehr gut. Und 4. Jawohl. 5. Genau, da haben wir 6. Genau, Andi. 7. 8. 9. 10. Und die andere Seite. Ich mache auch schon mit. Voll lauter Spaß. Und 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sehr gut. Andere Seite wieder. Jetzt machen wir Cover Crash Counter. Okay? Was heißt das auf Deutsch, Philipp? Ganz genau. Das ist der Crash, ist der Aufschlag. Cover, der bedeckt, also was? Bedeckt die Seite, oder? Und Counter, genau.
Das heißt einfach, das ist eine absolute Notfalllösung. Das dürft ihr nicht als normalen Blog sehen. Macht mal bitte Cover Crash Corner. Schaut, da macht man einfach zu dem Cover den zweiten Arm dazu. Den legt man hier über den Unterarm, Oberarm einfach. Und dadurch gibt es Stabilität mehr. Okay? Einfach ganz, das sieht ein bisschen affig aus, ich weiß, aber so ist es halt. Okay? Ja. Und dabei zumachen, Cover Crash Counter heißt das. Okay? Wir machen das mal auf der Seite erstmal langsam. Das kennen Sie noch nicht so, haben wir noch nicht so oft gemacht. Und eins, Cover machen und den zweiten dazulegen, Crash Counter. Okay? Das sieht fast aus, als ob damals von deiner Mutter Prügel gekriegt hast und hast nicht gewusst, was du machen sollst. Wahrscheinlich, ja, okay. Ja. Natalie, hast du nichts gefallen? Haut dem alten Mann an den Kopf. Ja, oh, hat sie gemacht. Sehr gut, weiter so. Also, und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Stabilisieren den zweiten Arm. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Und neun. Und zehn. Jawohl. Wie gesagt, sagt so mal, stabilisiert, der zweite Arm stabilisiert den ersten Arm, weil wenn der schlägt, dann kann das echt eine große Gewalt sein, wenn er so einen Schwinger schlägt, auf so kurze Distanz. Und da musst du einfach ein bisschen Druck haben, genau, dass du das machen kannst. Du kannst aufhören, den Micha zu schlagen. Also andere Seite. Und eins. Und zwei. Sehr gut, macht er das. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Bisschen noch heller, der Cover. Und acht. So, wir versuchen alles. Und neun. Und zehn. Jetzt nochmal andere Seite. Das ist die letzte Übung, was wir heute machen. Und zwar den Cover Crash Counter. Und dann mit dem vorderen Arm einen Schlag an. Oh, wir sind draußen. Aber ich kenne es nicht mehr. Zeit zum Grün, zum Graben. Das war was in der Zeit, der Schwanz war. Ja, 40. Nee, aber nicht ganz. So, wir sind kurz rausgeflogen. Ihr könnt einfach wieder reinkommen. Ja. Ihr seid kurz rausgeflogen, das waren die 40 Minuten, die könnt ihr nicht richtig zählen, weil es waren eigentlich keine 40 Minuten. Weil oben läuft nämlich die Zeit, es waren 47 Minuten. Dafür haben wir einen Pizza reingekriegt, wahrscheinlich. Einmal, ja. Nee, einmal, das hätten sie gesagt. Ja. Einfach nochmal reingehen. Achso, könnt ihr ja nicht hören. So. Einfach nochmal rein. Ein bisschen mit dem Bein gedrängt. Genau, sehr gut. Einfach nochmal reingehen. Wir machen noch die letzte Übung. Es waren gerade in den 40 Minuten. Oben stand 37 Minuten. Ja, aber. Vielleicht muss ich doch das Pro-Mitglied werden bei diesem Verein. Und dann habe ich mehr als 40 Minuten. Warte kurz. Ist noch nicht fertig. Fertig. Nochmal rein. So, dein Vater hat geschrieben. Also, komm, wir machen nochmal eins. Der wird schon reinkommen, oder auch nicht? Ja, macht nichts aus. Also nochmal hier. Cover Crash Counter und dann Faust wieder. Genau. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. 6, 7, 8, 9, 10 und andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Jetzt haben wir es geschafft. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Kleiner Applaus für euch. Habt ihr gut mitgemacht. Ja, hat mich sehr gefreut. Macht immer Spaß mit euch. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao, ciao.